Schönen guten Tag und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute geht es um ihn hier, meinen Lieblingstraktor. Und ich möchte euch heute erklären, wieso dieser Traktor so gut wie gar nichts kostet. Wir haben diesen Traktor vor 4 Jahren angeschafft. Also wir hatten vorher schon mal so einen. Mit dem habe ich auch praktisch das Fahren gelernt. Den haben wir dann, sobald wir mal irgendwann einen neuen Traktor gekauft haben, leider eingetauscht. Und irgendwie hat mir dieser Traktor immer gefehlt. Deswegen hatte ich dann die Möglichkeit, habe diesen Traktor im Internet gesehen und dann habe ich gedacht, jetzt oder nie, jetzt muss ich ihn kaufen. Und habe den Kauf bis heute auch noch nie bereut. Also der läuft wirklich super und wird auch jeden Tag von uns genutzt. Wieso wir diesen Traktor jeden Tag nutzen, ist ganz einfach. Für alle leichten Arbeiten auf dem Hof, wie wir hier zum Beispiel sehen, jetzt machen wir ein Stück Weidezaun gleich. Für sowas braucht man keinen großen Traktor, der 100.000 Euro kostet. Sowas kann der genauso erledigen. Und deswegen, das ist auch genau das, was ich sagen will, für leichte Arbeiten, einen leichten Traktor, einen kleinen Traktor, auch einen alten Traktor. Und für die großen, schweren Arbeiten nehmen wir dann sowas. Was meine ich damit, dass dieser Traktor so gut wie nichts kostet? Also logisch hat der Traktor auch was gekostet und zwar genau 8.000 Euro damals. Er hatte 3.200 Stunden oben, also sehr, sehr wenig. Aber der große Unterschied zu einem neuen Traktor ist, dass man hier so gut wie keine Abschreibung hat. Also wenn ich einen neuen vergleichbaren Traktor kaufe in der RPS-Klasse, der kostet ungefähr 40.000 Euro. Und nehmen wir mal an, man nutzt den für 20 Jahre, macht dabei 10.000 Stunden drauf. Dann ist der Traktor mehr oder weniger durch und hat noch einen Restwert von, sagen wir mal, 5.000 Euro. Das heißt, man hat den Betrag von 35.000 Euro, den man über die 20 Jahre, über die Nutzungsdauer abschreibt. Und das ergibt eine jährliche Abschreibung von 1.750 Euro. Bei diesem Traktor hier sind die Zahlen etwas besser, denn diesen Traktor habe ich zum Beispiel jetzt gekauft um 8.000 Euro vor 3 Jahren, wie gesagt. Ich nehme mal an, dass wir mit denen auch 10.000 Stunden machen und ich kann euch garantieren, das macht dieser Traktor, denn mein Onkel hat genau denselben und der hat 26.000 Stunden oben. Also dann ist er erst mal halbwegs sozusagen. Aber das wollen wir jetzt mal nicht einfließen lassen in die Kalkulation. Bis dahin steigen solche Traktoren wie diese eher noch im Wert, weil sie jetzt eigentlich schon Kulttraktoren sind. Also das geht logisch auch mit jedem anderen Traktor, das muss kein Fiat sein. Fiat bei uns hier ist sehr naheliegend, weil wir in Italien sind, in Südtirol praktisch. Und solche Traktoren waren früher sehr viele auf den Bauernhöfen zu finden. Mittlerweile gibt es nicht mehr so viele, aber die Ersatzteilverfügbarkeit ist auf jeden Fall da. Die Traktoren haben sich einfach bewährt. Jeder Dorfmechaniker oder sogar wir selber auf dem Hof können den reparieren, den Service machen wir selber. Das kommt dann auch alles noch dazu. Also das funktioniert genauso mit einem guten alten Fendt, mit einem guten alten Steyr, mit einem International oder was auch immer. Also wenn ihr selber in der Landwirtschaft seid, dann wisst ihr eh, dass diese alten Traktoren wahrscheinlich meistens die sind, die am wenigsten Probleme machen, sondern eher die neueren, die immer wieder irgendwelche Kinderkrankheiten haben. Also das kommt noch dazu. Das heißt, unterm Strich, wir haben bei so einem Traktor eigentlich keine jährliche Abschreibung. Aber wenn man ihn pflegt, kann man ihn fast jederzeit wieder zum selben Preis verkaufen, wie man ihn damals gekauft hat. Hinzu kommt, was ich schon erwähnt habe, der Service, also Ölwechsel und so weiter, kostet erstens mal viel, viel weniger. Zweitens kann man es selber machen, weil es wirklich ganz einfach ist in dem Fall. Und dazu kommt noch, dass bei diesem Traktor einfach so gut wie nie nichts kaputt ist. Da ist alles mechanisch, da ist nicht viel Technik, was kaputt werden kann. Der funktioniert einfach nur. Also das ist echt erstaunlich bei so einer Maschine. Deswegen empfehle ich auch jeden, wenn ihr solche Traktoren wie diesen zum Beispiel habt im Betrieb, verkauft diesen nicht, sondern behaltet ihn. Denn das Unwirtschaftlichste ist, einen großen Traktor herzunehmen, der 100.000 Euro kostet und meinetwegen 20 Euro pro Stunde Abschreibung hat, dass man den dann dazu nimmt, um Weideposten durch die Gegend zu fahren und so weiter. Also ihr dürft mich auch nicht falsch verstehen. Für schwere Arbeiten, vor allem auf der Straße, Transportarbeiten und wenn man auch den ganzen Tag auf so einem Traktor sitzt, das macht bei denen dann irgendwann nicht mehr so viel Spaß. Da ist schön in einer klimatisierten und dichten Kabine, wo man keinen Staub und keine Kälte abbekommt. Aber für einfache Arbeiten auf dem Hof oder wenn mal ein Mensch mehr auf dem Hof ist, der mithilft, kann man den auch mal auf den Schwader setzen. Also bei uns macht dieser Traktor hier zum Beispiel im Sommer, fährt er mit dem Schwader. Die ganzen Kleinigkeiten auf dem Hof, ein bisschen Balden zusammentragen in den Wiesen, nehmen wir auch ganz oft. Und dann halt alles, also der Großteil ist wirklich so kleine Hofarbeiten, wo man immer wieder mal schnell was irgendwo hinbringen muss. Und für sowas ist so ein Traktor perfekt und deswegen, wie gesagt, verkauft diese Traktoren nicht, pflegt sie gut und dann erhalten sie den Wert. Und ihr habt so gut wie keine Kosten damit. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, bei mir geht es immer um alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat, vor allem mit Unternehmertum in der Landwirtschaft, dann folgt meinem Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, gute Arbeit.